Hi Markus, Wahnsinn. Du machst heute einen Zwischenstopp in Schwäbisch Hall und auch noch perfekt heute beim Welcome Back Home hier von den Unicorns. Besser geht's gar nicht. Total. Markus, erzähl doch mal, was genau machst du gerade? Ich mache gerade aktuell noch den Spendenlauf von Bremerhaven nach Garmisch-Partenkirchen. 1000 Kilometer durch Deutschland fürs Kinderhospiz in Schwäbisch Hall. Wahnsinn. Und was machst du denn so pro Tag circa, wie viele Kilometer? Am weitesten war es bisher die 84,4 am ersten Tag und die kürzeste Etappe waren 59,8. Und kommst du langsam auch so ein bisschen an deine Grenzen oder kamst du schon an einem Tag an deine Grenzen? Ja, als ich die Aktion hatte mit dem Hund, der mir dann ins Bein gerannt ist. Aber mittlerweile geht Gott sei Dank wieder alles und es läuft. Also heute lief es wie beflügelt, die 71 Kilometer hierher von Val d'Orne, die sind wie alleine gelaufen, also Wahnsinn. Wie ist denn das denn überhaupt, wenn man dann abends ankommt, dann total müde ins Bett geht, morgens wieder aufsteht, die Füße tun weh? Wie kann man sich da wieder irgendwie mobilisieren? Ist nicht immer ganz einfach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gewusst, ich habe hier mein Bänderle, aufgeben ist keine Option. Und dann wusste ich, ich muss raus, meine Sache richten, kurz was frühstücken, Zähne putzen und los geht's. Und dieser ganze Spendenlauf, wie funktioniert der genau? Also wer spendet da jetzt was ans Kinderhospiz? Also jeder kann spenden. Der geht einfach auf die Seite vom Kinderhospiz. Es gibt zwei Konten, einmal bei der Kreissparkasse, einmal VR-Bank. Und wichtig ist halt das Kennwort, Kinderhospiz Run 1000 plus. Und dann kann er spenden. Oder er kauft das Bänderle hier für 5 Euro. 3 Euro gehen dann ins Kinderhospiz und 2 Euro gehen dann mich. Und zwar für die Umkosten für meinen Spendenlauf. Hast du schon irgendwas mitbekommen? Wie viele Spenden sind schon zusammengekommen? Ich habe noch gar nichts mitbekommen, das sehe ich dann, oder du kriegst du erst mit am Schluss. Okay, wann kommst du denn bei der Zugspitze an? Am Samstag bin ich dann in Garmisch-Partenkirchen und am Sonntag gehen wir dann zu 8 vermutlich die Zugspitze hoch. Morgens um 9. Aber sonst läufst du gerade komplett alleine? Ja. Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.